Ein Beitrag der Deutschen Mitte. Hallo alle zusammen. Schön, dass das geklappt hat. Ich habe hier auf der anderen Seite den Wolfgang Steins. Du bist Steuerberater, ja. Diplomkaufmann. Jo. Noch irgendwas? Mensch. Schön. Ich denke, wir machen mal so einen ganz kurzen Überblick, so einfach in Stichworten die Steuerklassen 1 bis 6 mit einem Satz zu erklären. Ja, also bislang kennen wir 6 Steuerklassen. Es fängt an mit der Steuerklasse 1, ist für Alleinstehende. Steuerklasse 2 ist eine Spezialklasse für Alleinerziehende ab dem ersten Kind. Steuerklasse 3, 4, 5 sind für Ehegatten, wobei es 2 Kombinationen gibt. Einmal die Steuerklassen 3, 5 und einmal die Steuerklassen 4, 4. Von der Aufteilung her. Und dann gibt es noch die Steuerklasse 6, die ist vorbehalten für den zweiten Arbeitsplatz. Es ist ja jetzt in der Planung bzw. im Gespräch, die Steuerklassen abzuschaffen bzw. zu verändern. Im Einzelnen kannst du da was genauer zu sagen? Ja, dem Grunde nach soll die Steuerklassenkombination 3-5 für Ehegatten abgeschafft werden. Das folgt dann noch eine Umbenennung gendergerecht in Steuerklassen. Und dann ist es nicht mehr 1 bis 6, sondern eben von A bis D. Und von daher geht es hier im Wesentlichen um die Möglichkeit für Ehegatten, die Steuerklassenkombination 4-4 in 3-5 zu ändern, je nachdem, wie die Einkommensverhältnisse sind, um das unterjährig finanziell interessanter zu machen. Das soll wegfallen. Die Konsequenz an der Geschichte ist eben, dass unterjährig der Liquiditätsvorteil wegfällt und dem Finanzamt zufällt. Wenn also nur noch die Steuerklassen 4-4 möglich sind, dann gibt es zwar einen gewissen Ausgleich dafür. Es soll eine Faktormöglichkeit geben, mit der das dann neu berechnet wird und individuell. Aber das ist so kompliziert und organisatorisch aufwendig. Ich denke, das ist ein Rohrkrepierer. Das wird nicht funktionieren. Da werden die Leute quasi in die unveränderte Steuerklassenwahl 4-4 gezwungen werden. Und ich denke, wir sollten uns einmal angucken, wo das Ganze überhaupt herkommt und was das überhaupt für einen Hintergrund hat, dass es diese verschiedenen Steuerklassen für Ehegatten gibt. Von daher gehen wir einfach mal auf das Grundgesetz ein. Da ist im Artikel 6 gesagt, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Und dieses hier, die Steuerklassenwahl für Ehegatten, ist eben ein Ausfluss daran. Wir kennen im Steuerrecht eigentlich 2, wenn wir jetzt bei der Einkommensteuer und den Steuersätzen bleiben. Das ist einmal der Splitting-Tarif für Ehegatten. Das ist eine Abmilderung der Progression mit einem relativ komplizierten Berechnungsverfahren im Hintergrund. Das können wir uns hier schenken, weil das soll, wie man hört, bleiben. Was aber wegfallen soll, ist eben diese Steuerklassenwahlmöglichkeit für Ehegatten von 4-4 auf 3-5. Da müssten wir jetzt einmal schauen, was das denn bedeutet. Im Grunde bedeutet es, Steuerklasse 4 ist wie ein Alleinstehender, also die jetzige Steuerklasse 1, dem Grunde nach. Und das heißt, beide werden so tun, als würden sie das Gleiche verdienen. Und das ist mithin ja auch die Begründung, weswegen das jetzt geändert werden soll. Es heißt, dass ja in der Regel Frauen weniger verdienen und dass über den Wegfall der Steuerklassenkombination 3-5, also der besser Verdienende zahlt weniger Steuern prozentual und der schlechter Verdienende zahlt höhere Steuersätze, sodass man in Summe wieder gleich ist. Das soll eben wegfallen mit der Begründung, die Ungerechtigkeiten bei der Besteuerung der Frauen sollte dadurch wegfallen und die Gleichberechtigung in der Ehe und der Frauen sollte damit nach vorne gebracht werden und indirekt die Arbeitgeber zwingen, eine gerechtere Bezahlung der Frauen vorzunehmen.
Was man davon halten kann, das können wir sicherlich nachher nochmal kurz besprechen. Aber es ist schon ein verqueres Bild, meiner Meinung nach, der Partnerschaft in einer Ehe, wenn eine Möglichkeit einer Wahl der Steuerklasse hier zu einem Geschlechterkampf in der Ehe hochstilisiert wird und man damit versucht, noch Dritten die Pistole auf die Brust zu setzen, andere Löhne auszuloben. Aber kommen wir mal zur Steuerklasse 3.5. 3.5 ist eine Möglichkeit, die man geschaffen hat, weil in aller Regel in der Ehe ja eben nicht Einzelpersonen sind, wo es also keine, ich sag mal, Wohngemeinschaft mit besonderen Lebensverhältnissen ist, sondern es geht um eine Partnerschaft, bei der in der Regel einer oder zwei arbeiten gehen und in der Regel vom Gesetzgeber her auch die Familie mit Kindern versehen ist, also zu berücksichtigen sind. Und dann ist es selbstverständlich, dass es eher die Ausnahme sein sollte in so einer Konstellation, dass wenn zwei Arbeit gehen, dass sie beide das Gleiche verdienen. Und dem hat man mit der Steuerklassenwahl 3.5 Rechnung getragen, dass nämlich die Freibeträge, die beiden Ehegatten gemeinsam zustehen, innerhalb der Einkommensteuer quasi verlagert auf denjenigen, der den größeren Einkommensanteil hat und dafür dann den Anteil steuerlich etwas höher ansetzt bei demjenigen, der etwas weniger verdient, um unterjährig, das heißt also bis zur Abgabe der Steuererklärung, einen Liquiditätsvorteil bei der Familie zu haben, um dann zu gucken, ob am Jahresende möglicherweise eine Nachzahlung oder eine Erstattung zum Tragen käme. Das ist also die praktisch direkte Ausfluss dieser Wahlmöglichkeit in Bezug auf Artikel 6 Grundgesetz Absatz 1. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Es ist also weder eine Festschreibung von irgendwelchen Privilegien von Mann oder Frau oder wem auch immer, sondern es ist eher eine Wahlmöglichkeit eben für Ehegatten, die unter dieser besonderen Situation von unterschiedlichen Einkommenssituationen, gerade in Bezug auf Kinderbetreuung und ähnlichen Dingen, zu berücksichtigen. Es ist nur eine Option, es ist keine Vorschrift, der man folgen muss. Insofern kann natürlich jede Familie, jede Ehegatten, je nach ihrer Situation, die Steuerklassen 4, 4 oder 3, 5 wählen. Und die Auswirkungen können durchaus zwischen 4, 4 und 3, 5, je nachdem, wie die Einkommen verteilt sind, mehrere hundert Euro ausmachen pro Monat. Das heißt, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, wird das in Zukunft halt einen ziemlichen finanziellen Einbruch auch monatlich zumindest bedeuten, also temporär unterjährig, was sich natürlich nachher bei der Abgabe der Steuererklärung wieder ausgleicht. Das heißt aber, die Leute sind desto mehr gezwungen, auch jetzt eine Steuererklärung abzugeben, richtig? Das heißt, der Staat sammelt noch mehr Daten. Ja, bislang ist es eben so, dass mit Verwendung der Steuerklassen 3.5 die Abgabe einer Jahressteuererklärung verpflichtend ist, weil es eben zu Ungewichten kommen kann, je nachdem, wie das Verhältnis ist, wenn es nicht gerade 60-40 ist, sondern möglicherweise 80-20 oder 90-10. Je schlimmer dieses Ungleichverhältnis ist, desto eher führt es zu Nachzahlungen am Jahresende. Und Nachzahlungen am Jahresende heißen eben Liquiditätsvorteil unterjährig. Und von daher ist dieser Vorteil jedenfalls weg, wenn und soweit die Ehegatten nicht auf diese Faktormethode umstellen werden, die zwar relativ kompliziert ist und eben jedes Mal im Einzelfall ausgerechnet werden muss und dann auch verbindlich mit dem Finanzamt ausgehandelt werden muss. Von daher gehe ich davon aus, dass das weniger zum Tragen kommt. Und von daher der Liquiditätsvorteil bei der Masse der Ehegatten unterjährig zugunsten des Finanzamts ausfallen wird. Das heißt, wir leihen Vaterstaat noch mehr Geld und brauchen länger, bis wir es wieder kriegen. Ja, natürlich.
Und wiederbekommen ist eben ausschließlich mit einer Steuererklärung und einer Jahresveranlagung. Denke ich mal, wir haben gerade mal so den sachlichen Teil erörtert. Ich würde ja gerne, das ist ja der Grund, weshalb wir uns auch treffen, natürlich auf die Auswirkungen oder das, was wir meinen, was noch anderes dahinter steckt, dass es mehr oder noch mehr ein Angriff ist auf die Struktur der Familie, beziehungsweise überhaupt auf die Einheit der Familie. Ja, ich denke, das ist eindeutig, dass das mit ein Grund ist, warum es hier zu dieser Änderung kommt. Denn man muss ja den Hintergrund sehen. Diese Änderung kommt jetzt zu einer Zeit, wo gerade Familien, nicht nur, aber eben auch sehr stark belastet werden durch die ganze Energiediskussion und die Umstellung. Die Lebensmittelpreise gehen nach oben und, und. Und in genau dieser Situation wird jetzt gerade bei Ehegatten und Familien die Liquidität unterjährig zugunsten des Finanzamts verlagert. Was soll das anders sein? Das ist ja kein Zufall. Ich meine, es stand ja schon im Koalitionsvertrag drin, aber dass es ausgerechnet jetzt kommt zu dieser Zeit, das zeigt eigentlich, wo es herkommt. Es ist natürlich nur ein kleiner Baustein. Und insofern ist das sicherlich nicht der Aufreger der Woche, aber es zeigt, mit welcher Akribie hier auf allen Ebenen vorgegangen wird, die Familie als zentralen Punkt der Gesellschaft zu unterminieren. Das zeigt sich überall. Das ist ja jetzt nicht nur hier im Steuerrecht so, das ist eben auch im täglichen Leben so, bei der Frage dieser ganzen Genderei oder ähnlichen Geschichten. Also da kann man ja Zitate finden von unseren Politikern ohne Ende, jedenfalls bei den Grünen, bei anderen ist es eher versteckt. Ja, wo ich es ja auch merke, was ja jetzt demnächst ansteht zum 1.7.23, ist ja auch eine Änderung in der Pflegeversicherung. Da werden die Familien mittlerweile mehr und mehr belastet. Und ja, auch die Diskussion, die immer wieder mal aufgekeimt ist, das Thema Kinderfreibeträge. Also es geht überall, wie du sagtest, massiv gegen die Familie. Ja, natürlich. Wenn man 42, 46 oder noch mehr Geschlechter einführt, dann heißt das nur eins, spalten. Ja, das heißt, man negiert den Familienzusammenhang, die Gemeinschaft. Das sehen wir doch auf allen Ebenen der jetzigen Politik, dass hier gespalten wird auf Teufel komm raus. Ob das an der Linie Religion ist, ob das an der Linie Geschlecht ist, ob das alt gegen jung ist, ob das reich gegen arm ist, es spielt ja überhaupt noch keine Rolle mehr. Hier wird ja gespalten ohne Ende. Die Entsolidarisierung ist das Ziel, damit sich auch der Protest nicht formieren kann. Und wenn wir das begreifen, dann wird sich sicherlich auch möglicherweise mal was ändern, dass alle die, die kritisch gegenüber der jetzigen Entwicklung dastehen, mal über den eigenen Schatten springen und gemeinsam etwas anfangen und nicht mehr dieser Illusion hinterherrennen, man könnte alles alleine regeln. Aber alleine der Ansatz, der da jetzt auch vielfach diskutiert wird, wie heißt es so schön, das Konstrukt der Familie mit Vater, Mutter, Kind wäre obsolet und gibt es nicht mehr. Das mag ja durchaus sein, dass es das so in der Konstellation nicht mehr gibt, wie wir das gar nicht mal kennen oder wie unsere Eltern das noch kennen. Verheiratet Vater, verheiratet Mutter und Kinder aus der Ehe gibt es ja mittlerweile verschiedene Formen, aber das Konstrukt der Familie oder die Einheit der Familie wird damit ja auch in Frage gestellt und immer mehr auseinanderdividiert. Ja, natürlich. Wir sehen ja auf allen Ebenen, dass der Staat sich Rechte aneignen will, die eigentlich der Familie zustehen. Das ganze Thema Erziehung, das ganze Thema Bildung. Überall versucht der Staat, sich Rechte herauszunehmen und zu definieren, die eben der Familie abgehen. Was anderes ist es als eine Herabsetzung der Frauen, wenn von gebärfähigen Personen die Rede ist und nicht von Müttern? Also, Ja. wir laufen hier in eine Situation rein, wo ja die Politik von sich aus auch sagt, die Wähler sind uns völlig egal.
Ja, also hier wird komplett gegen die Interessen der Menschen regiert. Wie anders kann es sein, wenn ein Kriegsdienstverweigerer hingeht und sagt, um den Frieden zu erhalten, müssen wir Waffen liefern? Also Ja. es ist mittlerweile eine absurde Situation. Und das, was wir hier jetzt im Steuerrecht sehen, das ist nur das i-Tüpfelchen. Ja, ich denke einfach auch, wenn im gleichen Zusammenhang nicht nur die Steuerklassen, sondern auch die Splitting-Tabelle für Ehegatten, also das Abmildern der Progression für Ehegatten, weggefallen wäre, dann wäre es ein bisschen viel gewesen. Und wenn man das Grundgesetz dafür hätte ändern wollen, was sicherlich denen auch nicht abgehen würde, dann wäre es sicherlich ein größerer Aufschrei geworden. Und so läuft es wie immer scheibchenweise, ja, von hier nach da. Und wenn der Widerspruch nicht groß genug ist, dann machen sie den nächsten, bis es unumkehrbar ist. Das sehen wir ja nicht nur in Berlin, das sehen wir ja in den Ländern auch, das sehen wir bei den Besetzungen der Ministerien, das sehen wir in der EU, wir sehen es weltweit, dass diese Politik um sich greift und alles nur noch zu zentralistischen Regelungen von Staaten beziehungsweise Abschaffung der Staaten und sogar noch hingehen zu supranationalen Nichtregierungsorganisationen. Das ist natürlich eine katastrophale Entwicklung und negiert komplett, dass Menschen in Gemeinschaften leben, die gemeinsame Wurzeln und Werte haben. Ich denke mal, wichtig ist, und das ist auch der Anlass mit für dieses Video für mich gewesen oder dieses Interview, die Menschen darauf zu sensibilisieren und dass sie wach werden, hellhörig werden, dass man wirklich mal Dinge hinterfragt oder darüber nachdenkt. Denn das haben wir ja oft genug gemerkt, auch in den letzten 3 Jahren, dass sehr vieles im Hintergrund läuft oder angesprochen wird und plötzlich steht man vor vollendeten Tatsachen und dann sagen die meisten Menschen, ja, da habe ich was von gehört. Ach, ist das jetzt schon beschlossen? Ja, nee, das habe ich nicht gedacht. Das ist mit so auch ein Anlass, weshalb wir ja versuchen, immer wieder auch solche Themen anzusprechen. Ja, es ist halt, ich denke, so muss man es sagen. Es ist eben kein für sich genommene Kleinigkeit, die eben jetzt in einem kleinen Bereich dann eben mal stattfindet. Es sind so viele kleine Dinge, die dort stattfinden, aber sie sind eben sehr orchestriert. Sie stehen nicht für sich alleine. Man muss gucken, dass man den Gesamtzusammenhang noch so ein bisschen im Auge behält, auch wenn das schwierig ist, weil die Medien spielen ja nicht wirklich die beste Rolle dabei, uns in diesen Dingen aufzuklären. Und von daher muss man sich schon sehr bemühen, beide Seiten anzuhören, um in etwa ein klares Bild dessen zu bekommen, was überhaupt stattfindet. Ich meine, ob man jetzt Steuerklassen ändert oder nicht, das ist ein Ärgernis, ja? Aber es führt eben zu mehr, wenn man sich anguckt, was nebenbei auch noch alles stattfindet. Und diese ganze Verbotshierarchie, die auf uns zurollt in immer schnellerem Maße, ob das von der EU ist oder von unserer Bundesregierung oder den Landesregierungen mit Selbstermächtigungsgesetzen, wenn sie dann einmal da sind, die Politiker geben die Macht nie wieder zurück. Das sehen wir ja. Bestes Beispiel ist Lauterbach, der jetzt immer noch versucht, sich selbst zu ermächtigen, die Krankenkassensätze beliebig erhöhen zu können. Ja, das stimmt. Ja, das Ja, stimmt. also wir kommen immer mehr davon weg, dass wir das, was Demokratie eigentlich ausmacht, nämlich die Abwägung der Interessen der vielen, die da sind, in einem gemeinsamen Konsens abzuändern und zu vertreten im Sinne der Menschen, dass das abgelöst wird durch Regierung, durch Erlass. Ja, also da findet ja kaum noch Diskussion statt. Und wenn sie stattfindet, dann ist es eher ja nebensächlich. Ja, also wenn ich mir angucke, was jetzt hier stattfindet in Sachen Heizungs-, Modernisierungsgesetz und ähnlichen Dingen, ja, da gibt man den Verbänden und dem Handwerk und allen möglichen Leuten genau 8 Tage Zeit auf ein mehrere hundert Seiten starkes Positionspapier und Gesetzesentwurf zu reagieren und 4 Tage davon sind noch Feiertage. Also wenn das um sich greift, dann ist das ja, also ich sag mal, das spottet ja wirklich jeder Beschreibung, was hier stattfindet. Aber das ist eben auch nur ein Punkt, ja.
Es ist ja noch nicht so lange her, da hieß es niemals Lieferung von Waffen in Krisengebiet. Ja. Ja, das war die Position Deutschlands, ganz klar, eben aus der Vergangenheit heraus, dass wir uns eben nie wieder an Kriegen beteiligen wollten. Und was findet jetzt statt? Ja, die Aussagen von Herrn Hofreiter sind auch eindeutig. Und das wird alles einfach mit einem Federstrich vom Tisch gewischt. Nee, ist jetzt so. Dafür hat niemand gestimmt bei der Bundestagswahl. Ja. Niemand. Es spottet wirklich jeder Beschreibung. Das ist ja eine Drehung von Grundsätzen um 180 Grad. Wolfgang, ich danke dir für das Keine Ursache. Interview oder den Austausch. Ja, gerne. Es findet viel statt, auch auf EU-Ebene, auch in steuerlicher Sicht. Und da ist Stoff ohne Ende. Dankeschön. Danke dir.